Hallo liebe Kinder, wir machen weiter mit unseren Online-Musikklassen Creative Tech Lab und das ist Ihre nächste Hausaufgabe und das nächste Lernvideo, die ich für Sie, für euch gemacht habe, um euch zu helfen, die Hausaufgaben besser zu machen. Was haben wir in der Stunde gelernt? Wir haben die Rhythmen gelernt. Jede Note, ich wiederhole ganz kurz, jede Note hat eigene Länge. Sie kann lang sein, kurz oder kann ja auch zwei verschiedene Noten unterschiedliche Länge haben. Und was wir gelernt haben, wir haben die Notenlänge für die verschiedenen Rhythmen gelernt. Die längste Note heißt eine ganze Note. So wird sie geschrieben wie eine Kartoffel. Eine ganze Note und wir klatschen viermal. Sie besteht aus vier Schlägen. Dann haben wir die halbe Note. Ja, auch eine Leernote, nur mit einem Strich. Und die halbe Note zählen wir bis zwei. Dann haben wir Viertelnoten. Eine schwarze Note mit einem Strich. Eine Viertelnote dauert ein Schlag. Dann haben wir Achtelnoten oder so werden sie meistens zusammengeschrieben. Die Achtelnoten sind ja auch die Hälfte von einem Viertel. Das heißt, in einem Schlag gibt es zwei Achtelnoten und die 16. Noten. In einem Schlag gibt es vier 16. Noten. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kuchen vor euch, ja, so dieser runde Kuchen. Wie könnt ihr euch die Notenlänge merken? Der runde Kuchen ist eine ganze Note. Sie besteht aus vier Schlägen. Wir zählen immer bis vier. Ganze Note. Wir schneiden den Kuchen in der Mitte und haben zwei Hälften, zwei halbe Note. Eins, zwei, eins, zwei. Halbe Note zählen wir bis zwei. Dann schneiden wir den Kuchen noch einmal in der Mitte. Und haben wir vier Teile, vier Viertelnoten, die jeweils einen Schlag dauern. Ein Schlag, ein, ein. Eins, 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 eins. Die Viertelnoten. Dann schneiden wir den Kuchen diagonal zweimal und haben acht Stücke. Ja, in der ganzen Torte. Acht Stücke. Und acht Achtelnoten, die auch ja eine Hälfte von einem Schlag dauern. Das heißt, in einem Schlag haben wir zwei Achtelnoten. Dann schneiden wir den Kuchen nochmal diagonal, diagonal und haben 16 Stücke in einer Torte. 16. Noten, die auch in einem Schlag vier 16. Noten haben wir. Ja, und was wir noch gemacht haben, das sind unsere Clapping-Übungen, unsere Klatschübungen. Wir haben gelernt, dass bei uns, wenn wir klatschen, jede Viertelnote nennen wir einen Ta. Ta, ta, ta. Ta, der Name ist, dieser Name ist für die Viertelnote. Und die Achtelnoten klatschen wir auf die Knien. Ti, ti. Ja? Titi. Pass bitte auf, dass jeder Achtelnote ist wirklich gleichmäßig. Das heißt, die sind alle gleich von der Länge. Titi. Wir klatschen sie auf den Knien. Titi. Und jetzt gucken wir nochmal, ja, als Wiederholung die Nummer 1. Das ist auch Ihre Aufgabe, die Nummer 1, 2 und 3 zu üben. Wir üben sie zusammen. Also, wir haben ganz viele Viertelnoten bis Achtelnoten. Ich mache einmal vor und ich und ihr schaut gut zu und hört gut zu und seid sehr, sehr aufmerksam. Und dann machen wir zusammen. Erstmal mache ich vor. Nicht mit mir klatschen. Erstmal gut gucken, gut zuhören und sehr aufmerksam mir folgen. Ja? Und nur dann zusammen klatschen. Okay, let's go. Eins, zwei, drei, vier. Ta, ta,
Ta, ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ti, ti, ta, 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 ta. So, jetzt machen wir alle zusammen. Nochmal, das Tempo ist ziemlich schnell, deshalb sehr gut und konzentriert sein. Eins, zwei, drei, vier. Ta, 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 ta. Ti, ti, ta, ta, ta. Ti, ti, ta, ti, ti, ta, 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 ta. Und passt auf, ihr sollt nicht nur zugucken und ta, ta, ta und titi sagen. Ihr sollt auch mitklatschen. Wir machen das noch einmal zusammen. Nummer eins, alle zusammen mitklatschen, mitsagen und mir folgen. Okay? Eins, zwei, drei, vier. Ta, 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 ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ti, ti, ta, 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 ta. Super. Und jetzt macht ihr das allein. Ich zeige euch nur und ich sage erstmal und den Rest klatschen und sagen macht ihr selbst. Eins, zwei, drei, vier. Ta, 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 ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ti, ti, ta, 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 ta. So, ich bin echt mega gespannt, was ihr nächste Woche mir vorklatscht. Jetzt machen wir die Nummer zwei. Das ist ja wirklich sehr einfach, wie ihr schon wisst. Wir machen zu zweit. Einer klatscht Nummer eins, der andere klatscht Nummer zwei. Deshalb machen wir Nummer zwei nur ganz kurz. Das ist sehr simpel und sehr einfach. Eins, zwei, drei, vier. Ta, 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 ta. Da, 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 da. So. Jetzt kommen wir zur Übung Nummer 3. Schaut, wir haben hier auch neue Rhythmen und neue Figuren. Viertelnote, Achtelnoten, halbe Note. Wir haben gelernt, dass die halbe Note zwei Schläge dauert. Und wir klatschen sie als Ta. Ein länger Ta. Die Note ist wie ein länger Ta. Dann haben wir noch eine interessante Sache hier. Wir haben eine Pause. Pause, eine Viertelpause, sie dauert nur einen Schlag und wir klatschen überhaupt nicht. Ja? Also bitte passt auf und seid sehr konzentriert, indem Sie Ta und Ta wirklich deutlich sagen und bei der Pause nicht klatscht. Ich mache einmal vor. Ihr schaut, ihr hört gut zu und seid sehr aufmerksam. Nicht mit mir klatschen. Erstmal gut zuhören, zuschauen und mir folgen. Nummer 3. Eins, zwei, drei, vier. Ta, ti, 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 ta. Ta, ti, ti, ta. Ta, ta, ti, ti. Ti, ti, ta, ta. So, jetzt machen wir alle zusammen. Ihr klatscht, ihr sagt und mit mir zusammen folgt der Übung. Eins, zwei, drei, vier. Ta, ti, 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 ta. Ta, ti, ti, ta. Ta, ta, ti, ti. Ti, ti, ta, ta. Und jetzt macht er das allein. Ich werde euch zeigen, den Puls zeigen und er klatscht und sagt den Namen. Eins, zwei, drei, vier. Ta, ti, 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 ta. Ta, ti, ti, ta. Ta, ta, ti, ti. Ti, ti, ta, ta. Ja? Übt ganz schön alle drei Nummern und wir werden das auch
weiter mit den nächsten Übungen nächste Woche machen. Ich bin sehr gespannt, wie gut ihr jetzt klatscht und wie gut ihr vorbereitet seid. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ich freue mich auf euch. Ciao.